Hallo, ich wollte heute mal wieder ein Kochbackvideo machen. Und zwar mache ich Pizza, aber diesmal den Teig selber. Und zwar haben wir zu Silvester Raclette gemacht und da habe ich dann halt mal gegoogelt bei Chefkoch, was man halt für Raclette-Rezepte machen kann, weil nicht immer diese Standardsachen, Mais, Reis, nee, Mais, Pilze, was weiß ich, einfach in die Pfanne kloppen, Käse drüber und das war's. Dann habe ich ein Rezept gefunden, das war Pfannpizza hieß das, glaube ich, irgendwie so ungefähr. Und das war so super simpel einfach, dieser Teig. Einfach Mehl, Öl, Wasser, Salz. Ja. Und das war so super lecker, dass wir unbedingt diesen Pizzateig quasi nochmal gern machen möchten als normale Pizza. Und das mache ich heute, weil ja, das war halt total super lecker und auch diese Pfannpizza. Man müsste mal eingeben, ich habe Raclette eingegeben bei Chefkoch und ich glaube, gleich das zweite Rezept war das irgendwie. Und dann macht man halt den Teig und dann formt man so pflaumenförmige Bällchen, dass man die dann halt in die Pfanne reindrücken kann und dann halt belegen. Super lecker. Genauso habe ich auch eine Frischkäsecreme dort gefunden. Die war auch richtig, richtig geil mit, also ich habe die zum Beispiel mit, wir haben Kartoffeln gekocht, in Scheiben, dann ein bisschen Salz drüber und dann halt diese Creme drüber und dann halt ins Moped da rein. Oh, das war so lecker. Also man muss schon mal gucken, so ein bisschen kreativer sein, wenn man Raclette macht, weil da gibt es so viele Rezepte und dann macht das auch wieder viel mehr Spaß, als wenn man immer nur diese Standardsachen macht. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Zutaten und dann legen wir los. Also, ihr braucht Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkel-Vollkornmehl. Ich nehme 300 Gramm. Dann braucht ihr halt eine Schüssel, wo ihr das alles reinmachen könnt. Dann habe ich jetzt hier Sonnenblumenöl. Da kommt, ich glaube, 2,5 Esslöffel. Dann habe ich hier lauwarmes Wasser. 250 Milliliter. Ja, 250 Milliliter. Und halt Salz. Ja, das kommt dann auch noch rein. Dann verknete ich das halt alles mit den Händen, weil da hat man so ein besseres Gespür dafür. Und dann lasse ich das halt ein bisschen stehen und nachher versuche ich da so zwei Pizzateige rauszuformen. Mal gucken. Ja, ich hatte mich bei der Angabe der Menge eben vertan, was ich euch gesagt habe. Und zwar kamen keine 200, meine Hände sehen aus, kam keine 250 Milliliter Wasser rein, sondern 150. Jetzt habe ich aber das noch mit Mehl aufgefüllt und noch mal ein bisschen Salz und Olivenöl. Nee, Sonnenblumenöl. Und jetzt ist der Teig halt so, ja, ganz okay. Und den stelle ich jetzt noch im Backofen für eine halbe Stunde, dass er noch so ein bisschen geht. Und dann werden wir den belegen. Und einen Kaffee zwischendurch. So, ich habe jetzt zwei Pizzaböden gemacht, einen größeren für meinen Mann, einen kleineren für mich. Und da ich kein Nudelholz habe zum Ausrollen, habe ich eine leere Wodkaflasche eingemehlt und damit ausgerollt. Ja, es geht auch. Wenn der Wodka leer ist, dann kann man den ruhig zweckentfremden. Ja, das wird jetzt belegt. Ich guck mal, ich habe schon ein paar Sachen geschnibbelt und dann zeige ich euch mal, was gleich so drauf kommt. So, die Zutaten. Ich habe hier einmal Gouda gerieben für meinen Mann. Ich nehme Parmesan. Dann, oh, diese Soße, die ist so göttlich. Die gibt es bei Dents. Die habe ich im Angebot gekauft. Ist nicht mehr viel drin. Die hatte ich auch auf diese Pizza-Dinger gemacht von Silvester. Oh, ich wackel hier rum. Und das ist so lecker oder als Brotaufstrich. Und das mache ich mir auf der Pizza. Mein Mann kriegt hier so Tomatenstücke-Dinger da. Ich mache mir noch Sardellenfilet drauf. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann Zwiebeln, Pilze. Ja, und dann habe ich noch gekochten Schinken kleingeschnitten für meinen Mann. Und das kommt jetzt alles drauf. So, jetzt ist es soweit belegt. Also das ist hier meine. Und das ist halt von meinem Mann. Und jetzt kommt nur noch Käse drauf. Ja, eigentlich machen wir noch Mais, aber wir haben jetzt so eine riesen Dose
riesengroße Dose Mais von Silvester. Und die will ich jetzt nicht extra aufmachen. Deswegen müsste das eigentlich so reichen. Backofen ist schon vorgeheizt auf 200 Grad. Umluft oder über, ober, unter, keine Ahnung. Und dann kommt die so für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Aber ich zeige euch die dann noch, wenn die fertig ist. Und ab in den Ofen. Ich habe 18 Minuten angestellt. So, sie sind fertig und können jetzt verzehrt werden. Das hier ist meine. Und das ist die von meinem Mann. Lassen wir uns jetzt schmecken. Das Rezept packe ich dann nochmal unten in die Infobox vom Chefkoch. Dann könnt ihr jetzt gerne mal nachmachen. Viel Spaß. Tschüss.